Also, ja, herzlich willkommen zu diesem Interview oder Gespräch mit Flo Plus, den bestimmt einige von euch kennen, sozusagen der Flat Earth Papst, möchte ich mal sagen, oder Anti-Flat Earth Papst auf YouTube. Und da das Thema in den letzten Wochen wieder so eine Beachtung gefunden hat, irgendwie im öffentlichen Diskurs, haben wir uns entschlossen, heute mal ja die flache Erde in diesem Gespräch komplett zu zerstören oder so. Also herzlich willkommen, Flo. Cool, dass du da bist. Ja, hi, servus und vielen Dank für die Einladung. Ja, dazu muss ich sagen, das Ganze kam total witzig zustande, weil ich bin schon lange Zeit Groupie von deinem Channel sozusagen und habe dich dann unter einem meiner YouTube-Videos zufällig gesehen. Also ich hatte ein Video über Xavier Naidoo, glaube ich, hochgeladen. Können wir gleich auch noch drüber quatschen, weil der sehr fragwürdige Dinge zur Gestalt unserer Erde gesagt hat. Und unter dem Video war dann auf einmal ein Kommentar von dir. Wie hast du das Video denn gefunden? Naja, ich schaue natürlich schon regelmäßig bei YouTube, ob es da irgendwas Neues gibt aus dem Bereich der Pfannkuchenerde. Bin dann da auf dein Video gestoßen. Cool, ja, du hast aber selber zu Xavier Naidoo gar nichts gemacht, ne? Wäre ja eigentlich ein gefundenes Fressen gewesen. Ja, das stimmt natürlich, aber ja, leider fehlt die Zeit im Moment. Ja, es konnte ja auch keiner damit rechnen, dass auf einmal zum Thema flache Erde dieses Jahr wieder so viel kommt. Man sollte eigentlich überhaupt nicht meinen, dass es da so eine große Szene gibt. Das führt mich auch schon zu meiner ersten, absolut, das führt mich auch schon zu meiner ersten Frage. Wie bist du denn eigentlich ursprünglich zum Thema flache Erde gekommen? Also hast du gesagt, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal und widerlege die flache Erde oder kam das irgendwie spontan? Ja, mehr oder weniger spontan. Ich habe halt auf YouTube so ein Terra-X-Video gesehen, halt dieses inzwischen berühmte Video vom Lesch über die Flacherdler. Und da wurde mir dann ein Video vorgeschlagen vom Vegan und Lecker. Mhm. Ja, gedacht, okay, schaue ich mir das mal an, was der so zu sagen hat. Und dann ja, war ich doch etwas erstaunt. Das glaube ich. Ich dachte natürlich zuerst, dass es halt irgendwie so eine Form von Satire ist oder so. Mhm. Mich so ein bisschen umgeschaut auf seinem Kanal und musste dann doch feststellen, dass er das scheinbar ernst meint. Und da hatte ich ihm halt mal einen Kommentar geschrieben, ein bisschen längeren, als so seine Behauptungen in Frage gestellt. Indem du auch schon wissenschaftlich quasi gegen ihn argumentiert hast. Genau. Im Prinzip schon. Und da habe ich dann tatsächlich vom Peter eine Antwort bekommen. Weiß ich, die kann ich, glaube ich, gar nicht wiedergeben, weil es nicht jugendfrei wäre. Ja. Sie hat sich sehr unflätig geäußert und mich zensiert. Tut der ja auch immer, also ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, ne? Oder hat der einen neuen Kanal, aber der hat ja jedenfalls, wird ja in seinen Videos immer, fängt ganz ruhig an und irgendwann ist es nur noch Beleidigungen und Rumgeschrei und so. Ich kenne den tatsächlich nur aus deinen Videos, ich war nie auf seinem Kanal, also ich kenne den nur aus dritter Hand sozusagen. Ja, also da hast du eigentlich was verpasst, die waren so vom Comedy-Faktor her, waren die doch recht hoch anzusiedeln, die Videos. Ja, das glaube ich. Aber warum heißt der denn vegan und lecker? Also der wollte eigentlich auch gar nicht mit Flat Earth anfangen, aber hat dann irgendwann, ist er von veganen Rezepten auf die flache Erde umgeschwenkt. Oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, ja. Und der war eigentlich auch ein relativ erfolgreicher Vegan-Koch, würde ich mal sagen. Mhm. Also der hatte so einen veganen Koch-Blog, der eigentlich recht gut besucht war. Und ich weiß, ich habe mir natürlich dann auch mal seine kompletten Videos hat angeschaut. Ja. Um zu gucken, ob es auch hier irgendwelche lustigen Samples gibt, die man da verwenden könnte. Ja. Und bin ich auch durchaus fündig geworden. Ja. Das ist ja, aber man muss fairerweise sagen, der hat das schon ordentlich gemacht. Also ich glaube, dass der schon ein guter Koch war. Ja, kann gut sein. Es ist ja, die Parallelen sind ja erschreckend ein bisschen zu Attila Hildmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, natürlich. Der ist ja auch veganer Koch und ist jetzt in diese Verschwörungsszene eingestiegen. Also ich möchte keinen Zusammenhang zwischen Veganismus und der flachen Erde herstellen, nicht bevor ich jetzt hier Hater-Kommentare bekomme, aber es ist ganz, ganz witzig, dass das bei Attila Hildmann so ein bisschen der gleiche Werdegang ist. Ja, schon. Also man kommt da nicht umhin, so eine gewisse Parallele zu vermuten, aber ja, aber mit dem hast du dann quasi angefangen und hast dann gesagt, über den mache ich mal ein Video. Ja, genau. Also im Prinzip hat es mich einfach nur gestört, halt, dass da mein
Kommentar gelöscht wurde. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich halt einfach aus diesem Kommentar ein Video. Also ja, das sehr, war sehr dann gute quasi schon mein Skript. Ja, und dachte ich mir, ja, mal gucken, was passiert. Und es ist eine ganze Menge passiert. Also direkt das war dein erstes Video, richtig? Das ist ja direkt relativ durch die Decke gegangen. Ne? Also es schien da eine Nische zu geben für Debunking von Flacherdlern bei YouTube. Offensichtlich, ja. Das hat mich natürlich auch gefreut, weil ich hatte das Video, bevor ich es hochgeladen hatte, mal noch einen Kumpel gezeigt. Mhm. Und der meinte nur, ja, das interessiert doch keine Sau. Ja, man unterschätzt das, ne? Aber genauso wie man unterschätzt, dass es überhaupt eine relativ große flache Erde-Szene gibt. Aber die gibt es ja und deswegen, ja, total gut, dass du da deine Nische gefunden hast in dieser Debunking-Szene. Man muss ja sagen, im deutschsprachigen Raum warst du wahrscheinlich einer der Ersten, oder? Der da auch quasi Gegenarbeit bei YouTube geleistet hat. Das würde ich so nicht sagen. Da gab es vorher schon auch einige Leute, die sich sogar speziell mit dem Vegan und Lecker mhm. befasst Ach, echt? Hatten. Ah. Genau, aber auch so vom Iron Pathfinder gab es da schon sehr gute Debunk-Videos. Ah, okay. Ich glaube, was dich dann so erfolgreich gemacht hat, ist einfach deine super coole und trockene Art, das Ganze darzustellen. Also ich habe viele von deinen Videos echt mehrmals geguckt, weil ich die so witzig finde. Und lehrreich natürlich, aber an manchen Stellen muss ich so lachen. Ich weiß noch, die eine Stelle in deinem Video, da zitierst du den Astro-Toni, über den können wir gerne auch noch quatschen. Und da sagt er halt irgendwie, ja, das ist die Fibonacci-Folge in der Mathematik. und du spulst dann nochmal zurück und sagst, bitte was? Das heißt Fibonacci. Und dieser Moment ist einfach so unfassbar witzig. Ja, also wirklich Respekt für deine Videos. Merkst schon, ich bin der totale Fanboy. Cool, freut mich natürlich, aber man muss dazu sagen, dass natürlich ein Großteil des Humors natürlich auf den Aussagen der Protagonisten basiert, will ich mal sagen. Also das ist ja unglaublich, was die für ein Comedy-Potenzial haben. Die bieten unfreiwillig im Prinzip natürlich die perfekte Vorlage, muss man sagen. Ja, also bei manchen kann man ja kaum glauben, dass das keine Satire ist. Wir können da mal ein paar von denen durchgehen, einfach nur, um die Szene mal vorzustellen. Wir müssen denen auch nicht zu viel Bühne bieten, aber nur damit die Leute wissen, wovon wir reden. Also der größte Antagonist ist ja so ein bisschen der Astro-Toni, oder? Was würdest du sagen? Der ist ja auch noch aktiv, oder? Ja, also es ändert sich natürlich so im zeitlichen Verlauf. Also zunächst war es eigentlich der Cäsar, würde ich sagen. Mhm. Also zumindest so von den Abonnenten her. Ja. Der Vegan und Lecker war natürlich auch sehr einflussreich, aber ja, dann kommt schon, würde ich sagen, der Astro-Toni. Und ja inzwischen ist der einzige von den größeren Flacherd-Kanalbetreibern, der tatsächlich auch noch halbwegs regelmäßig was macht. Ich meine, in letzter Zeit ist er auch nicht mehr so aktiv. Mhm. Oder hat halt auch recht viel auf seinen Telegram-Kanal verlagert. Ah, okay, ja klar, das ist ja Telegram auch so ein Trend. Telegram hat sich ja ohnehin zum Kommunikationsmittel von Verschwörungstheoretikern entwickelt. Genau, ja, aber der Astro-Toni und der Vegan und Lecker und so, wie sie alle heißen, und der Mann vom Stamme des Ostfriesen oder was, die gibt es ja da alle. Stimmt, genau. Die versuchen ja, wenn man das so sagen kann, irgendwie das Ganze noch wissenschaftlich herzuleiten. Ich meine, das ist natürlich völliger Unfug, aber sie versuchen irgendwas mathematisch, physikalisch darzulegen. Dann gibt es ja aber auch diese Schiene wie Tony Mahoney oder so. Die gibt es irgendwie auch nicht mehr, ne? Aber die versuchen das noch nicht mal wissenschaftlich darzulegen, sondern es ist eigentlich nur esoterisches, religiöses Geschwurbel. Vielleicht, das scheint mir so eine Unterteilung zu sein zwischen den Pseudo-Mathematikern und den Esoterikern. Siehst du das auch so? Stimmt, ja, den Eindruck habe ich auch. Also es gab natürlich schon auch so ein paar Ansätze vom Tony Mahoney, auch mal was in Anführungszeichen wissenschaftlich zu erklären. Ja. Aber in der Regel war es dann doch Geschwurbel. Also, ja, es gibt ein super Video bei YouTube, wo er gegen einen Physiker diskutiert. Wetzold-Plaum. Genau, es ist einfach absolutes Comedy-Gold, dieses Video. Aber du hast recht, er versucht, einige wissenschaftliche Hypothesen aufzustellen. Ja, genau. Und halt immer derselbe Scheiß. Ne? Also ja, Wasser breitet sich immer plan auf. Und das Prinzip des Gyroskops. Genau. Aber wie kommt das denn? Also bei Tony Mahoney ist es ja sehr auffällig. Der ist ja in so eine richtig
strange religiöse Schiene abgedriftet, möchte ich mal sagen. Also so eine religiöse Schiene, die ja tatsächlich auch mit den tatsächlichen Auslegungen der Religion gar nichts mehr zu tun hat. Also ich meine, wenn Tony Mahoney jetzt in den Vatikan marschieren würde und seine Thesen da ausbreiten würde, die würden ja gar nicht verstehen, was der meint. Woher kommt das, dass diese komische, tiefe Religiosität oft dann mit der flachen Erde korreliert? Ich würde sagen, dass das mit den Ursprüngen dieser Flacherdbewegung zusammenhängt, weil das ja doch im Prinzip auf christlichem Fundamentalismus basiert. Mhm. Das sind ja Kreationisten, ja, von denen das eigentlich ausgeht. Wobei das ja also nicht zwingend, also der inhaltliche Zusammenhang erschließt sich nicht direkt, weil, wie gesagt, das moderne Christentum das ja gar nicht vertritt. Genau, also das sind dann wirklich die Fundamentalisten, also die wirklich auch die Bibel wörtlich nehmen. Mhm. Und ein ganz großes Problem für die ist natürlich die Evolutionstheorie. Klar. Damit plagen sich ja Kreationisten schon ewig lange rum. Ja, und dann ist quasi als ein Versuch, um dieses Problem zu überwinden, gehen sie dann halt quasi wirklich so weit, dass sie dann die komplette Wissenschaft verleugnen. Also dann ist einfach alles erstunken und erlogen. Ja, da halt in der Folge eben auch die Evolutionstheorie. Es geht ja quasi im Prinzip auch gar nicht anders. Ne? Ich meine, wenn man sich einmal auf das Niveau der flachen Erde, sag ich mal, begeben hat, muss man ja alles andere leugnen. Ansonsten hält die Theorie ja gar nicht mehr logisch stand. Also zum Beispiel, gut, Kreationismus hat nicht zwingend was mit der flachen Erde zu tun, aber wie du sagst, eben. Das liegt wahrscheinlich am christlichen Fundamentalismus. Aber sowas wie, dass sie dann auch Gravitation leugnen. Es muss ja eigentlich argumentativ so sein, weil wie willst du Flacherdler sein, der an die Gravitation glaubt? Das würde nicht funktionieren. Ja, das klappt natürlich überhaupt nicht. Und weil es ja doch eine radialsymmetrische Kraft. Absolut, genau. Also deswegen, ich habe immer gehört, wäre die Erde flach, aber es gäbe Gravitation, wie es hier gibt, würde ja im Prinzip alles zum Zentrum dieser flachen Erde hingezogen werden, richtig? So ist es, ja. Das heißt, je weiter ich mich zum Eisrand bewegen würde, desto schwieriger würde es. Vielleicht ein Grund, warum noch niemand beim Geheimnis von Eisrand war. Da macht alles wieder Sinn. Das Problem ist halt auch, dass die sich ja überhaupt gar nicht einig sind darüber, wie ihre flache Erde überhaupt aussehen soll. Mhm. Weil es gibt ja auch durchaus welche, die meinen, dass die quasi unendlich ausgedehnt wäre. Okay, also dass es auch keinen Weltraum außenrum gibt. Ja, genau, also Weltraum gibt es ja sowieso nicht, laut Tony Mahoney. Ja, stimmt. Ich erinnere mich an eins. Ja. Ja, genau, und da gibt es dann welche, die behaupten, da gäbe es quasi hinter dem Eiswall noch weitere versteckte Kontinente und was weiß ich, die eigentlich Eliten vorenthalten wollen oder parallel flache Erden sozusagen. Ja. Und da ist dann natürlich wieder ein bisschen schwieriger mit der Gravitation, ne, wenn du eine unendlich ausgedehnte Fläche hast. Das wäre eine sehr interessante physikalische Theorie, die das unter einen Hut bringt. Aber was du gerade angesprochen hast, ist spannend, dass die sich ja auch selbst alle nicht einig sind. Also manchmal gibt ja manchmal diese flache Erde-Hangouts, die dann bei YouTube gestreamt werden und so, wo sich nur die ganz hartgesottenen als Zuhörer reinwagen. Man hat das Gefühl, da bringt einer eine These vor, noch schwachsinniger als alles, was vorher behauptet wurde. Die anderen stimmen zu und sagen, ja klar, genau, so ist es. Da frage ich mich manchmal, also es muss ja irgendeinen Grundkonsens zwischen denen geben oder wie soll ich das sagen? Es gibt ja eine ganz krasse Verschwörungstheoretikerin bei YouTube, Truthvestigation bei Nadja, kennst du ja auch. Die Nadja, und klar. Die behauptet ja Dinge, da würden wahrscheinlich selbst die hartgesottensten Verschwörungstheoretiker vom Stuhl fallen. Also zum Beispiel jetzt ihr neuester Klassiker ist ja, Zebras gibt es nicht, sondern das sind angemalte Pferde. Angemalte Pferde, ja genau. Da frage ich mich immer, wenn sie jetzt sowas den anderen Flacherdlern erzählen würde, so hey Leute, nicht nur ist die Erde flach, auch noch gibt es keine Zebras, würden die dann sagen, ja klar, Nadja, stimmt? Oder gibt es da irgendeinen Punkt, wo dann auch mal Dissens in dieser Szene herrscht? Ja, also das ist definitiv der Fall. Also ich weiß von einem Flacherdler, dass der da also in keinster Weise d'accord war mit der Nadja. Der hat sich da ziemlich aufgeregt drüber. Mhm. Und dann geht es natürlich wieder weiter
mit dem paranoiden Gedanken, dann denkt man natürlich, dass jetzt so Personen wie die Nadja irgendwelche eingeschleusten Gatekeeper wären, um die flache Erde-Wahrheit zu diskreditieren. Wenn das so wäre, wäre es sehr erfolgreich, weil ich denke, dass Nadja wahrscheinlich mehr Leute von Verschwörungstheorien weggetrieben hat, als sie überzeugt hat, oder? Was meinst du? Weil ich meine, also, oder sagen wir mal so, angenommen, es gäbe jetzt so ein Investigativprojekt von, weiß nicht, Funk oder so, und die wollen quasi einen Fake-Kanal in dieser Szene aufbauen, dann sähe der doch genauso aus wie der von Nadja. Also ganz weit hergeholt ist es nicht, oder? Denkst du, dass Nadja vielleicht kein echter Account ist? Ich weiß es natürlich nicht, aber es gibt natürlich schon so ein paar Indizien. Also nicht nur die wirklich absurden Behauptungen, das jetzt mit dem Zebra oder das, was ich, Orang-Utans existieren nicht. Stimmt, das sind Schauspieler, ja. Eigentlich Schauspieler in Kostümen oder Roboter, das kann man sich nicht ausdenken. Nee. Weiß nicht, auch ab und zu muss sie so ja selber ein bisschen lachen, ne? Aber genau, sie lacht dann immer so. Eigentlich denke ich mir immer, boah, echt eine nette Stimme, irgendwie angenehm, nur es ist halt einfach alles grotesker Schwachsinn. Es gibt auch ein Video von ihr über Stephen Hawking, wo sie eigentlich die ganze Zeit impliziert, dass der so komisch aussehen würde und dass das deswegen kein echter Mensch sei. Und man denkt sich die ganze Zeit, ja, Nadja, der Mann hatte eine schlimme Krankheit, deswegen sieht der so komisch aus. Das ist unfassbar, aber gut. Nadja ist tatsächlich eine der krassesten in der Szene, muss man sagen. Aber das ist ja ohnehin ganz interessant. Was ist deine Einschätzung? Wie rutscht man so tief herab? Ich habe mir mal so die Theorie zurechtgelegt, dass es so eine Art Hierarchie der Verschwörungstheorien gibt. Du fängst mit irgendwas an, was vielleicht auch nicht mal so abwegig ist, weiß ich nicht. Und dann rutschst du immer tiefer und tiefer, bis du irgendwann ganz unten bist. Und flache Erde ist halt so das Krasseste, was du behaupten kannst. Der Tiefpunkt, ja. Genau, dass quasi alles, was wir hier leben in der Welt, uns vorgegaukelt wird. Sogar die Form des Planeten. Aber wie kommt man bis dahin? Es ist so eine Art Abwärtsspirale, oder? Ja, also diesen Eindruck habe ich auch. Und es ist natürlich schwer, da allgemeingültige Aussagen zu treffen, aber wenn man sich gerade auch diese Hangouts ein bisschen anhört, bekommt man ja schon so einen kleinen Einblick, weil die ja oftmals schon auch erzählen, wie sie jetzt da eigentlich zu gekommen sind. Ja. Und da stellt man auf jeden Fall fest, dass die eigentlich fast alle irgendwelche krassen, einschneidenden Erlebnisse hatten im Leben, als irgendwelche schlimmen Schicksalsschläge. Ja. Die dann vielleicht irgendwie ein bisschen seelisch aus der Bahn geworfen haben. Und ja, genau, dann ging's halt los, dass er dann erst mal anfangen hier mit 9-11 war. Mhm. Das ist so eine Einstiegsdroge, könnte man sagen. Ja, genau. Und dann geht es halt wirklich die Spirale abwärts. Dann, was weiß ich, Mondlandung war gefaked. Ja, und irgendwann halt am absoluten Tiefpunkt, wie du sagst, ist die flache Erde. Es gibt ja eigentlich keine Verschwörungstheorie, die noch absurder ist. Eigentlich nicht. Ich überlege gerade, aber das ist schon so das Ultimum eigentlich. Also außer, gut, jetzt für sowas wie Reptiloide oder so würden uns eigentlich beherrschen. Das ist vielleicht noch auf einer Stufe, aber ich nehme an, das behaupten die wahrscheinlich auch alle. Beziehungsweise, wenn das einer behauptet, dann ist er wahrscheinlich auch ein Gatekeeper. Wahrscheinlich, ja, richtig. Ja. Wie dieser Typ, der mal im Frühstücksfernsehen war. Nee, ich finde tatsächlich die flache Erde noch mal ein Stück absurder. Weil die Reptiloiden sind natürlich auch absurd. Ja. Aber um jetzt diese Behauptung dann wirklich schlüssig zu widerlegen, keine Ahnung, da müsste ich jetzt ja von irgendeiner Person, die da im Verdacht steht, beispielsweise, irgendwie eine DNA-Probe nehmen. Stimmt. Und das untersuchen. Du hast völlig recht, während die flache Erde ja schon wirklich mit einfachsten physikalischen Versuchen widerlegbar ist, wie du ja in deinen Videos zeigst. Gab es denn schon mal, also du machst das ja auch immer ganz geschickt, du beziehst dich ja auf die Aussagen von bestimmten Flacherdlern, oftmals sprichst du die ja sogar an. Und ich meine, auch einige hätten schon bei dir kommentiert, oder? Aber hat jemand von denen mal wirklich auf deine Versuche, ich meine jetzt in der Art eines wissenschaftlichen Dialoges, reagiert? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also es haben natürlich schon viele mal kommentiert. Es gab auch Gegenvideos. Aber dass da wirklich mal jemand auf so ein
auf so einen wirklichen Punkt eingegangen wäre. Ich hatte ja zum Beispiel dieses Experiment gemacht, so Tag- und Nachtgleich, ja, wo man einfach diese Höhenwinkel zur Sonne bestimmt hat. Stimmt, ja. Ja, also da ist kein einziger Flacherdler jemals drauf eingegangen. Außer dann irgendwann mal dieser, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, FE-Realität, hat er mal in einem Stream behauptet, ja, schaut euch mal das Video vom Ostfriesen an, da geht es um Schatten und damit hat er ja auch den Flo Plus widerlegt. Ah ja, genau. Obwohl es halt da ja in dem Video überhaupt nicht um dieses Experiment geht. Oder natürlich der Astro-Toni, der ja mal wirklich so ein Gegenvideo probiert hat zu machen. Ja, stimmt. Das war aber mehr so polemisch, ne, statt wissenschaftlich. Es war einfach nur Polemik und er hat dann einfach nur behauptet, ja, Flo Plus, dieser Heuchler, führt nie ein Experiment durch. Ja, aber das obwohl ist ja... Obwohl da ist das durchgeführt, was willst du da sagen? Ja, das können die sich doch eigentlich aber auch selber nicht glauben. Also ich meine, die sehen ja, dass du diese Experimente durchführst und dass du auch nicht beleidigen wirst, im Gegensatz zu Astro-Toni zum Beispiel. Also das müsste ja eigentlich jedem auffallen, sollte man meinen. Aber Astro-Toni, du hast da nochmal mit dem Kontakt oder was? Ich habe da irgendwas gelesen, nachdem er da irgendein Gerücht in die Welt gesetzt hatte oder wie war das? Ja, genau. Ich hatte tatsächlich mal mit dem dann so privat ein bisschen geschrieben. Ja. Weil er gesagt hatte, war das das mit dem Sohn vom Harald Lesch? Ja, oder? Genau. Mit dem Sohn vom Harald Lesch. Und das hat mich natürlich insofern schon ein bisschen getriggert, weil da ja eine völlig unbeteiligte Person absolut, dann damit reingezogen wird. Ne? Und es kann ja nicht angehen, dass dann da irgendjemand im Real Life belästigt wird. Es ist ja schon dreist genug, dass die überhaupt den Harald Lesch so attackieren. Also ich meine, stellen wir uns mal vor, das würde stimmen, was die sagen, jetzt mal ganz absurderweise. Selbst dann gäbe es doch keinen Grund, diesen armen Mann so zu verteufeln. Also vielleicht, ist ja total hypothetisch, ist ja auch Quatsch, ne? Aber jedenfalls, dass die denen dann quasi als, ja, wie soll man sagen, als Bösen, der dann die falschen Wahrheiten unter die Leute bringt, da Brandmarken ist, das ist ja wirklich komplett albern. Das führt mich noch zum weiteren Punkt, den ich noch von den Flacherdler-Argumenten ansprechen wollte, diese Freimaurer-Thematik, das sehen die ja auch überall. Und bei den Videos von Harald Lesch, glaube ich, haben da auch einige Flacherdler schon dieses Auge dann ausgemacht oder was weiß ich. Und du hattest dann in einem Video, glaube ich, auch ein Auge einfach animiert, weil Menschen haben nur mal Augen und gucken. Und das wurde dir dann direkt auch als Freimaurer-Thematik ausgelegt. Ja, genau. Also das ist ja auch so ein Tiefpunkt, will ich mal sagen, dass man da anfängt, dann ja irgendwelche Symbole und Zeichen zu erkennen. Das spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle bei den ganzen Verschwörungstheorien. Und aber woher kommt das mit den Freimaurern? Ist das auch irgendwas fundamentalchristliches oder irgendwie aus der frühen Zeit der Kirche? Oder weißt du da mehr? Ich kenne mich damit gar nicht aus, muss ich sagen. Da kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht so gut aus. Also da müsste ich spekulieren. Aber es ist ja bekannt, dass so die Freimaurer und Geheimlogen generell, dass die ja in vielen Verschwörungstheorien irgendeine zentrale Rolle spielen. Ja. Ich denke mal, das haben die Flacherdler da einfach adaptiert. Wahrscheinlich, ja. Genau, weil das ist auch sehr auffällig da an dem Flacherdglauben, dass die halt wahnsinnig viel adaptieren, wie zum Beispiel dieses ganze Space ist fake und was weiß ich, ne, und Mondlandung hat ja eigentlich gar nichts so wirklich mit der Form der Erde zu tun. Das haben sie halt einfach, war halt bequem, das einfach zu übernehmen. Stimmt, ja, es könnte ja zum Beispiel auch Raumstationen über der flachen Erde geben, ne? Also wenn man sich da einmal auf die Naturgesetze geeinigt hat. Aber ja, da hast du ja auch in einem Video wunderbar die Theorien zur ISS widerlegt, dass die Flacherdler sagen, das sei, die ISS sei nur, ja, gefaked. Da denke ich mir immer, das ist so fernliegend. Meistens ist ja die einfachste Antwort die richtige und in dem Fall definitiv. Denn ich meine, was für ein Aufwand wäre es über Jahre hinweg? Seit wann ist die ISS im Orbit? Ich glaube, seit dem Jahr 2000 jetzt. Also seit Jahrzehnten eine Raumstation zu faken, wäre doch viel schwieriger, als einfach eine zu bauen. Genauso wie mit der Mondlandung. Also im Jahre 1969 die Mondlandung zu faken, sofern das überhaupt möglich gewesen wäre, was ich mal zu bezweifeln wage, wäre es doch viel einfacher gewesen, einfach zum Mond zu fliegen. Sehe ich ganz genauso.
Also ich denke, theoretisch könnte man schon einiges faken, aber es gibt dann halt doch so klare Indizien dafür, die halt das doch wesentlich plausibler machen, dass sie tatsächlich da waren. Wie den Umstand zum Beispiel, dass ja Amateurfunker Genau. mittels Funkpeilung feststellen konnten, woher halt diese Funksprüche kamen. Richtig. Deswegen hat das wahrscheinlich zur Zeit der ersten Mondlandung 1969 auch fast niemand in Frage gestellt. Das kam ja eigentlich erst später auf. Ein Argument Stimmt, noch genau. zur Mondlandung. Wenn man mal sieht, okay, meine CGI-Technik heute ist natürlich sehr gut, aber wenn man mal sieht, was CGI-Technik 1969 möglich war, nämlich gar nichts, fragt man sich schon, wie hätte das gefaked werden sollen? Also es hätte ja ein hyperrealistisches Filmstudio sein müssen. Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich habe mal gelesen, wenn man alle NASA-Mitarbeiter zusammenrechnet und alle Dienstleister der NASA, waren irgendwie insgesamt 100.000 Personen involviert. Ist direkt involviert. Die hätte man ja alle anlügen müssen und sie für immer zum Lügen zwingen müssen, was ja auch völlig unmöglich ist. Ja, also das halte ich doch auch für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil man sieht ja, man hat es ja zum Beispiel auch gesehen am Fall Edward Snowden, also dass es selbst in solchen Organisationen, wo es wirklich um Geheimhaltung geht, also selbst da gibt es dann Whistleblower und Eben, genau, richtig. Ja. Geheimnisse können nicht geheim bleiben und je mehr Leute involviert sind, desto höher ist Absolut. die Wahrscheinlichkeit, dass es raussickert. Also. Ja, sehr gutes Beispiel. Genau, das zeigt, dass selbst das strikteste System Geheimnisse nicht komplett drin lassen kann. Edward Snowden hat übrigens ganz interessanterweise gesagt, er persönlich glaubt nicht an UFO-Sichtungen auf der Erde, denn er hat explizit danach in den Unterlagen der NSA gesucht und hat nichts gefunden. Fand ich ein ganz gutes Argument, weil Ja. diese UFO-Sichtungen, also das ist so eine Art Grauzone, würde ich mal sagen. Aus meiner Sicht ist es Unfug, auch wenn ich glaube, dass es irgendwo im Weltraum sicherlich Leben gibt, so groß wie der Weltraum ist, muss das so sein. Aber dass die Aliens mit UFOs auf der Erde rumschwören, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Aber deswegen fand ich das ein ganz gutes Gegenargument von Edward Snowden. Ja, stimmt, Scheiche. Interessant. Wusste ich gar nicht, Ja, da dass hat er der sich mal dazu bei, auch geäußert hat. hat er im Podcast, der war bei Joe Rogan im Podcast und da hat er das, also er war nicht persönlich da, er war aus Moskau zugeschaltet und hat das dann erzählt. Ja, aber das ist ja nochmal, führt uns wieder zurück zum Thema Einstiegsverschwörungstheorien und was einen dann zur flachen Erde führt. Und das mit der Mondlandung, muss ich sagen, ist leider wirklich weit verbreitet. Also selbst Leute, die eigentlich nicht gerade im Verdacht stehen, Verschwörungstheorien zu glauben, hauen dann manchmal raus, ja, die Mondlandung, das glaube ich ja auch nicht. Ich habe damit Ja. total oft zu tun. Ich arbeite im Planetarium in Köln und halte da astronomische Vorträge. Und das passiert wirklich alle paar Wochen, dass da jemand kommt, der die Mondlandung anzweifelt, der sich dann aber auch nicht überzeugen lässt, leider. Das ist natürlich schon ein bisschen deprimierend, wenn man sieht, okay, selbst so 0815 Otto-Normalbürger können solche Verschwörungstheorien glauben. Es ist schon erschreckend. Aber gut, wer weiß, was da noch für Motive dahinter stecken. Klar. Was zur Zeit lang oder eine Zeit lang war es ja auch ziemlich in, so allgemein Amerika kritisch zu sein. Das spielt Und sicherlich mit rein. Gerade bei der 9-11-Verschwörungstheorie finde ich das auch einen sehr unappetitlichen Teil dieser Verschwörungstheorie, dass es immer so ein USA-Hass ist. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass man alles lieben muss, was die USA tun, um Gottes Willen, aber es ist so, ja, echt so ein Hass. So alles, da, die scheiße USA, alles, was die machen, ist schlecht genau. und natürlich würden die ihre eigenen Leute töten und so bla bla bla. Und das ist einfach, und auf der gleichen Seite sind das aber oft Leute, ich werde jetzt hier sehr politisch, sorry, die dann bei allem, was in Russland zum Beispiel geschieht, Ja und Amen sagen und sagen, nein, Putin ist super, das war total okay. Da fragt man Ja, sich schon, okay, der Wertekompass ist ein bisschen verrutscht. das stimmt allerdings, ja. Und das erinnert mich gerade an so ein, auch so ein Flat Earth Debunker, ein Deutscher, der aber selbst auch skeptisch ist, was die Mondlandung betrifft. Okay. Der hatte tatsächlich dann mal in so einem Hangout gesagt, er glaubt einfach nicht, dass die Amerikaner auf dem Mond waren, so vom Feeling her. Und das fand ich dann krass. Und da meinte er, wenn es die Russen gewesen wären, dann würde er es glauben. Aber er glaubt es nicht, weil es die Amis waren. Damit offenbart er ja schon, dass er einfach nur ideologisch denkt und nicht rational. Also das ist ja Genau, wirklich ja. von, dann müsste er aber auch einsehen, dass wenn die Amerikaner das 1969, gab ja danach noch zig weitere Mondlandungen, wissen viele gar nicht, gerade Verschwörungstheoretiker wissen das oft nicht, wenn die das gefaked hätten, wären dort die ersten, die es angeprangert hätten, die Sowjets gewesen. Die Sowjets haben Natürlich. sofort gratuliert. Also das alleine ist doch schon Beweis genug.
Ja, wenn nicht mit sogar ein ja oder einen der stärksten Hinweise drauf. Weil Definitiv, das ja. halte ich auch für dermaßen abwegig, dass da jetzt, also mitten quasi auf im Kalten Krieg, die Genau, ja. Sowjets sowas dann den Amis durchgehen lassen. Die Also ja für selber mich gibt Satelliten ja. oben hatten und so, auch während der Apollo-11-Mission Satelliten oben hatten, natürlich, um ein bisschen zu ärgern. Das heißt, die Natürlich. hätten das schon mitbekommen, wenn das gefaked gewesen wäre. Definitiv, ja. Also die implizieren dann, dass es da so eine, halt, ja, so eine internationale Zusammenarbeit gegeben haben muss. Und das halte ich dann doch für sehr abwegig. Absolut, ja. Ja, ich habe gerade in den letzten Monaten irgendwie das Gefühl, dass die ganze Verschwörungsszene so ein bisschen wächst. Also nicht unbedingt Flat Earth, wobei das auch, und das hat irgendwie aus meinem Gefühl auch viel mit der ganzen Corona-Situation zu tun. Und dass dann so Leute wie Xavier Naidoo, Attila Hildmann irgendwie so groß geworden sind, weil sie irgendwie ihre Theorien streuen. Ich glaube, Xavier Naidoo hat bei Telegram 100.000 Abonnenten. Und schreibt da wirklich jeden Tag Dinge, wo man vom Stuhl fällt. Also sei es flache Erde, ist ja mittlerweile offener Verfechter von irgendwie Aliens würden unter der Erde leben oder was weiß ich. Und jetzt gerade war irgendwie so ein Sirenentag in Deutschland oder so ein Warntag, wo alle Sirenen ausprobiert wurden, hat er gesagt, das sei irgendwie auch nur, um den psychischen Widerstand zu brechen und so ein Zeug. Also hast du auch das Also Gefühl, völlig dass, durch. völlig durch, hast du auch das Gefühl, dass 2020 irgendwie die Verschwörungsszene insgesamt stärker geworden ist, also hat das auch gerade im Flat Earth-Bereich zugenommen. Ja, ich würde sagen, dass es so generell in der Gesellschaft zugenommen hat. Leider. Also Ja. kann man natürlich spekulieren, was die Ursachen sind. Eine bessere Vernetzung, Social Media, wo Leute in Bubbles reingeraten. Ja, und das ist halt auch einfach politisch, will ich mal sagen, so ein bisschen mehr geduldet wird, hat man den Eindruck. Also es ging ja schon los mit Trump im Prinzip, der ja auch im Prinzip die ein oder andere Verschwörungstheorie ja vertritt. Wenn er jetzt da zum Beispiel sich da skeptisch äußert zum menschgemachten Klimawandel. Absolut. Und bei uns natürlich die AfD-Leute, das ist ja völlig, Dadurch ist hat das ja so ein bisschen, ne? Hast du recht. nicht Hand und Fuß wissenschaftlich gesehen, ja, also gerade so diese Fake News-Thematik. Ja, fand ich Und witzig, hat, dass in den USA gibt es ja diese QAnon-Bewegung, die ja irgendwie alle Verschwörungstheorien kombinieren. Und in Deutschland gibt es sie auch. Ich glaube, der hat Hauptpunkt ist, auch. dass irgendwie die Eliten aus Kinderblut Adrenochrom oder so herstellen. Ne? Und das Ja, Witzige ist genau. ja, dass die irgendwie Trump als ihren Heilsbringer sehen und sagen, der kämpft gegen die Eliten. Und Das kannst du nicht ausdenken. dann gab es mal eine Pressekonferenz und hat einen Journalisten Trump gefragt, hat gesagt, ja, es gibt hier diese QAnon-Bewegungen und die glauben, dass sie quasi die pädophilen Eliten aufhalten, die aus Kinderblut Adrenochrom machen. Und man Ja. merkt schon, Trump hat davon noch nie gehört. Und meinte dann einfach nur so, ja, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, hat er gesagt. Ich fand's geil. Aber ich meine, das zeigt einfach ja auch nur, wie bekloppt diese Leute sind, weil ihr angeblicher Heilsbringer noch nicht mal was von ihnen weiß. Aber na gut. Angeblich, wer weiß, ne? Vielleicht haben ihm seine oder die Drahtzieher im Hintergrund irgendwie Ja. aufgetragen, da zu schweigen. Man weiß es Wahrscheinlich, genau. Das ist alles wahr eigentlich. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber es ist wirklich bitter, dass es so zunimmt dieses Jahr. Du hast recht, grundsätzlich, dass es da mittlerweile so eine große Szene gibt, liegt sicherlich an auch Medien wie YouTube, Facebook und so, wo man sich besser vernetzen kann. Den Kritikpunkt hört man ja auch oft. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, ob das wirklich ein triftiges Gegenargument gegen Social Media ist, weil es letztlich nur eine Schattenseite ist. Aber es auch viele Vorteile gibt, ne? Dass sich eben auch vernünftige Leute vernetzen können, dass es viel Gegenaufklärung gibt. Also ich würde sagen, insgesamt sehe ich sowas wie Social Media und die Möglichkeit, sich online zu vernetzen, eher positiv als negativ. Was meinst du? Das würde ich auch sagen, definitiv. Ich meine, sonst ja, könnten wir jetzt hier auch gar nicht kommunizieren, Genau, wenn es richtig, diese ja. Möglichkeit nicht gäbe. Und vielleicht kriegen wir mehr Views als der flache Erde. Als das flache Erde-Hangout, mal gucken. Wer weiß, ja. Das sind halt aber Probleme, wo ich meine, dass halt die Gesellschaft schon irgendwie dran arbeiten müsste, als dass man vielleicht. Keine Ahnung, in der Schule irgendwie so ein Medienkompetenzfach oder so mal unterrichtet, dass Ja, stimmt, ja. ja, man da irgendwie den Leuten auch mal so ein bisschen zeigt, wie man
so selbst vielleicht auch mal kritisch recherchiert und diese Mechanismen, die eben auch hinter diesen Filterbubbles stecken, dass sich die Leute all dieser Sache auch bewusst waren. Das ist eine sehr gute Idee, aber da wir in den meisten Schulen irgendwie technisch noch auf dem Stand von 1995 sind, wird es wahrscheinlich schwer. Unser Planetarium ist in der Schule drin, ich möchte jetzt nicht schlecht machen, aber da war ich letztens noch in der Klasse und sah dann noch den Overhead-Projektor, der wirklich schon zu meiner Schulzeit da stand vermutlich. Und, aber immerhin gab es für jeden Klassenraum Beamer, aber ohne HDMI-Anschluss, nur mit VGA. Das heißt, es ist auch alles irgendwie noch vorsinnflutlich, könnte man sagen. Das ist natürlich tatsächlich ein, also weißt du, die Kompetenz mit Medien umzugehen, wird, glaube ich, tatsächlich in den meisten Schulen nicht gelehrt. Als ich in der Schule war, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, da wurde uns noch gesagt, recherchiert bloß nicht auf Wikipedia. Was ja auch schon der falsche Ansatz ist. So, als wäre es grundsätzlich schlecht, online zu recherchieren. Du musst nur wissen, wie. Aber wenn du es komplett verteufelst, kannst du natürlich auch nicht beibringen, wie. Ja, genau. Das kann sich mittlerweile geändert haben. Wie gesagt, mein Abi ist jetzt auch schon 9 Jahre her, aber ja. Ja, nee, also da meine ich, könnte man auf jeden Fall noch was machen. Aber ja, klar, insgesamt ist so der technische Fortschritt natürlich schon zu begrüßen. Absolut, genau, definitiv. Da gibt es ja diesen witzigen Comic, wo irgendwie siehst du erst, wie ein Satellit gebaut wird, in die Umlaufbahn geschossen wird, wie Leute mit diesem Satellit kommunizieren und dann im letzten Panel ein Flat Earther, der durch diesen Satellit Internet bekommt und es nutzt, um die Flache-Erde-Theorie zu propagieren. Also so ist es ja im Prinzip. Ne? Profiteure der modernen Technik, die dann das, von dem sie profitieren, niedermachen wollen. Also das zeigt schon diese kognitive Dissonanz. Ja, definitiv. Das ärgert mich auch immer, weil schon, wenn man so ein Flacherdler wieder anfängt, quasi komplett die Wissenschaft zu diskreditieren, indem man sagt zum Beispiel, Gravitation ist ja nur eine Theorie. Mhm. Genau. Was natürlich auf dem falschen Verständnis des Theoriebegriffs basiert. Also, absolut, ja. Die denken ja immer Theorie im Sinne von praxisfremd, so wie man es vielleicht im Alltag gebraucht, aber eine wissenschaftliche Theorie ist ja quasi das Höchste, was es in der Wissenschaft gibt. Richtig, ja. Und die gerade die gibt's ja nichts mehr. Und die Gravitation ist ja nun wirklich schon in genügenden Experimenten ausreichend nachgewiesen worden, sagen wir mal so. Aber das finde ich. Ja, das ist ja oft das Rückfallargument der Flat Earther, dass sie dann sagen, ja, Gravitation ist eine Theorie, die Kugelerde ist nur eure Theorie und wir sagen ja auch nicht, die Erde ist flach, wir sagen nur, man kann keine Aussage über die Form der Erde treffen, was ja wirklich ein Schwachsinnsargument sondergleichen ist, denn dann erübrigt sich ja auch jede Diskussion. Also wenn man keine Aussage über die Form der Erde treffen kann, worüber reden wir dann überhaupt? Ja, genau. Das zeigt ja auch schon, ja, völliger Unfug. Aber dann gleichzeitig sind sie sich bei ihren Theorien in Anführungszeichen sehr sicher. Zum Beispiel sowas wie das kühlende Mondlicht ist ja auch so ein flache Erde-Klassiker. Ja, vom Astrotoni vor allem. Da hat er ja auch. Ja, oder dass sie halt einfach nicht so über den Tellerrand hinausblicken. Weil wenn sie jetzt die Gravitation diskreditieren wollen mit der Aussage, ja, schon nur eine Theorie. Mhm. Was ist denn dann mit der mit der Elektrodynamik, was mit der Quantenmechanik, das sind ja dann auch alles in Anführungszeichen nur Theorien, aber trotzdem ist die Quantenmechanik ja die Basis unserer Halbleitertechnologie. Absolut. Ja gut, ich meine, also, komm mal dem Astrotonik mit Quantenmechanik, ich glaube, es dürfte nicht sehr weit führen, wobei durch irgendwelche quantenmechanischen Prozesse könnten die am Ende noch ihren Unfug noch besser begründen, als sie es jetzt tun, aber naja. Aber das Witzige ist ja, dass sie dann bei so Sachen wie dem kühlenden Mondlicht versuchen, sie ja, oder der Astrotoni jetzt in dem Fall ja tatsächlich eine wissenschaftliche Methode nachzuahmen. Also da tun sie es dann selber, indem sie sagen, hier, ich habe das Thermometer genommen, Versuch durchgeführt, Ergebnisse ausgewertet. Ist natürlich völliger Unfug, aber sie versuchen, die wissenschaftliche Methode nachzuahmen. Aber in anderen Fällen sagen sie dann, nee, so kann man es nicht machen. Das kann man sich nicht ausdenken. Ich finde, das Allerkrasseste war ja dieser US-Flacherdler, der jetzt beweisen wollte, dass sich die Erde seiner Meinung nach nicht bewegt. Und dann für $20,000 sich so ein Laser-Ring-Gyroskop besorgt hat. Wow. Und das ist dann wirklich ein gutes wissenschaftliches Experiment. Der hat jetzt hier seine Hypothese, hat ein Gerät, mit dem man wiederholbaren Versuch durchführen kann und dann kann er
verifizieren oder falsifizieren. So, und jetzt schaltet er das Gerät an und was zeigt es an? Ja, eine Drift von 15 Grad pro Stunde. Ja, überraschend. So, und jetzt, ja, surprise. Das wäre jetzt ja die normale Reaktion zu sagen, okay, jetzt ist meine These falsifiziert, meine Bestimmt, Hypothese, ja. Jetzt muss ich sie verwerfen. Stattdessen sagt er, ja, verdammt, dann muss ich mal gucken, dass ich vielleicht das Gyroskop in eine Bismutkammer stecke. Was ist das denn? Das ja, eine Kammer aus Bismut. Okay. Der hat dann halt alles Mögliche probiert und es dann irgendwann einem stärkeren B-Feld ausgesetzt, das halt dann die Elektronik in dem Gyroskop gestört hat. Aha. Und dann sagt er, ah ja, jetzt habe ich die Erklärung. Das ist ja der Wahnsinn. Das muss irgendein Magnetzeug gewesen sein. Jetzt sagt er hätte nicht die Rotation der Erde gemessen, sondern die Energien des Himmels. Aha, ja klar. Gut, damit mit so einem Pseudo-Gequatsche kommt man natürlich immer auf die eigenen Ergebnisse. Aber hat er denn dann letztlich unter falschen Bedingungen irgendwelche Messergebnisse rausbekommen, die seine These bestätigen? Nö. Natürlich nicht. Es gab es nicht auch mal, oder war das der? Einer hat doch auch in an einem See in Ungarn mal versucht, irgendwie die Erdkrümmung nachzuweisen. Das hast du, glaube ich, mal in einem Video. Nicht die Erdkrümmung nachzuweisen, die flache Erde nachzuweisen natürlich. Und ja, genau. Müsste eigentlich auch zu dem Ergebnis gekommen sein, dass die Erde eine Kugel ist. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne, weil ich bin da immer sehr skeptisch bei diesen Laserversuchen, weil du hast halt da hast du halt dann doch eine enorme Anzahl an Unsicherheiten, also klar, speziell über Wasseroberflächen. Also ich kenne einen Vermessungsingenieur, der meint, es wäre im Prinzip auch wahnwitzig, jetzt irgendwelche Vermessungsarbeiten durchzuführen über Wasseroberflächen. Ja. Weil da einfach so viel passiert interessant. In Sachen Refraktion. Und auch der beste Laser divergiert ja irgendwann, da hat man dann also doch schon ziemlich viele Unsicherheiten drin. Und jetzt dieser spezielle Flacherdler hat dann natürlich auch obendrein noch betrogen, ja, indem er halt so quasi sein Laser halt leicht nach unten geneigt war. Ah, was ja, man also man konnte es nachmessen in den Fotos. Und er hat behauptet, er wäre nach oben geneigt gewesen. Okay, also das ist schon offensichtliche Belügung, wie sagt man, Anlügen der Zuschauer sozusagen. Manipulation. Und wenn man sich jetzt also die Messdaten anschaut, dann stellt man halt fest, dass mit zunehmender Entfernung der Laserstrahl quasi nach oben gewandert ist. Mhm. Beziehungsweise der Schirm nach unten. Ja. Also klarer Beleg an sich für eine Krümmung, aber eben mit dem Vorbehalt der Refraktion. Also das heißt, die denken halt immer vom... Ja, sag. Das heißt, die denken quasi ja auch immer vom Ergebnis her, ne, und sagen, die Messung darf nicht das falsche Ergebnis beweisen, sondern sie muss das beweisen, was ich ohnehin schon glaube, was ja quasi das Gegenteil der wissenschaftlichen Methode ist. Ja, genau. Aber hast du denn grundsätzlich kann man schon fragen, die amerikanische Flacherdler-Szene ist irgendwie ein bisschen... wie soll man sagen, fitter als die deutsche, oder? Also ich meine natürlich auch völlig durch, ist ja offensichtlich, aber irgendwie von der ganzen Qualität der Videos her hat man doch das Gefühl, da wird mehr, die geben sich ein bisschen mehr Mühe. Definitiv, ja. Das würde ich auch sagen. Und gerade die führenden Köpfe der US-Flacherdbewegung, der kaufe ich das auch nicht ab, dass die wirklich den Quatsch glauben, den sie verbreiten. Und da geht es dann halt eher um, was weiß ich, Bücher verkaufen, Spenden sammeln und so weiter. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich meine, ich weiß nicht, wie groß diese Leute oder diese Kanäle sind in den USA, aber ich denke, da fließt dann schon ordentlich Kohle teilweise. Wahrscheinlich gibt es in den USA auch einen Markt, eben wie du eben schon angesprochen hast, bei Kreationisten irgendwo da in the middle of nowhere oder weiß ich nicht, vielleicht kann man dem dann irgendwelche Bücher verticken, während man ja davon ausgehen kann, dass die ganzen deutschen Flacherdler ja keinen Cent damit verdienen. So ist es, ja. Also sie versuchen es natürlich auch, aber wird nicht sonderlich viel rumkommen. Aber ja, du zuerst. Ja, das mit dem Kreationismus nochmal. Das ist schon interessant. Da gab es auch mal so eine recht große Flat Earth Convention.
wenn du dir dann da mal auf der Homepage von denen das Impressum und so genau angeschaut hast, auch festgestellt, dass das gesponsert wurde von einer kreationistischen Forschungsgemeinschaft. Oh wow, das ist interessant. Ja, also und, das und, da wohl und traurig eine, zugleich. Also vor allem, wenn man sich vorstellt, dass in den USA es ja auch teilweise Schulen gibt in einigen Bundesstaaten, wo sowas dann unterrichtet wird. Also Kreationismus tatsächlich gab es ja mal Diskussionen in den USA, ob das quasi als gleichberechtigte Theorie neben der Evolution gelehrt wird. Ich weiß nicht, ob die flache Erde es auch schon dahin geschafft hat, aber das ist ja wirklich traurig, muss man sagen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das sind Zustände. Ja, es gab ja diesen einen, das war ein bisschen umstritten, ob ein angeblich war er Flacherdler, Mad Mike oder so hieß der mit seiner selbstgebauten Rakete beweisen wollte, dass die Erde eine Scheibe ist und abgestürzt ist und gestorben ist. Hast du davon gehört? Weil einige haben gesagt, er wäre gar kein Flacherdler gewesen. Das war tatsächlich nur Marketing. Also den Fall kenne ich natürlich. Aber ob das jetzt tatsächlich ein Flacherdler war oder nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch Marketing war. Dass das einfach nur so ein verrückter Bastler halt war. Also der war, glaube ich, auch Stuntman und so. Stimmt, ja. Wahrscheinlich war es dann eher Marketing, aber das zeigt ja, dass eben vor allem in den USA scheinbar mit dem Deckmantel der flachen Erde doch Marketing zu betreiben ist. Das ist ja schon ganz interessant. Definitiv, ja. Wenn du dir im Gegenzug mal die deutschen Flacherdler anguckst, was die auf die Beine stellen, also es ist ja gar nichts. Ich glaube hier Giovanni Alamo oder so, Alaimo, der hat sogar ein Buch geschrieben. Ich glaube nicht, dass es hohe literarische Qualität hat, aber... Also da kann ich nur empfehlen, auf dem Kanal NWO Hauptquartier, da gibt es eine kommentierte Vorlesung von Giovannis Buch. Wie geil ist das denn? Also es war sehr amüsant. Und da ist unter anderem auch dieser Vermessungsingenieur mit dabei, von dem ich vorhin erzählt habe. Ach, wie cool. Ja, das Video kann ich euch hier oben rechts mal verlinken, soweit ich das Video hochlade. Dann könnt ihr euch das direkt mal anschauen. Ja, oder auch nur mal die Rezension auf Amazon durchlesen. Das ist schon sehr amüsant. Die sind bestimmt gut. Ja, also das Buch ist ja eine Katastrophe natürlich. Ja. Der Giovanni, der ist ja auch völlig durch. Ja, aber wahrscheinlich auch irgendwelche persönlichen Schicksalsschläge oder was. Ja, das hat er auch mal, also er erzählt ja auch recht viel von seinem Privatleben. Und ja, da gab es schon auch so einen Schicksalsschlag. Ja, das macht ja auch Sinn. Ansonsten kommst du einfach nicht an dem Punkt, würde ich sagen. Aber ich meine, der Giovanni Alaimo und der, wie heißt der, Johann Strobel oder was? Ja, oh ja, der Johann. Die sind ja wirklich, also noch auf der untersten argumentativen Stufe der ohnehin schon schlecht argumentierenden Flacherdler, könnte man sagen. Also an wen ich mir echt aus Unterhaltungsgründen immer angehört habe, war Tony Mahoney, aber seit der so religiös abgedriftet ist, macht das auch keinen Spaß mehr. Aber manchmal, wenn mir wirklich langweilig ist, was nicht so oft vorkommt, dann gucke ich mir immer noch diesen legendären Stream an, wo Tony Mahoney von diesem Volkstribun da in den Arsch getreten wird. Das ist einfach beste Unterhaltung, muss man sagen. Ja, also das war schon herrlich. Ja. Der hat ja wirklich schon Tränen in den Augen, der Mahoney. Ja, wirklich, wirklich. Aber also da über einen, da reden ja auch über die Klassiker Gyroskop und so Sachen. Also das ist wirklich Wahnsinn, muss man sagen. Ja. Und da muss auch der Volkstribun selbst scheint ja auch so ein Schwurbler zu sein. Aber in eine andere Richtung. Ne? Ich war dann auch mal auf seinem Channel, weil ich dachte, ach, das ist bestimmt so ein cooler Opi, der irgendwie die Welt erklärt. Aber irgendwie ist der eher so in der rechtspopulistischen Ecke unterwegs. Ja, genau. Leider. Aber ich glaube, wissenschaftlich ist er stabil. Aber keine Ahnung, ich habe mir nicht so viel angeguckt. Also dem Mahoney hat er auf jeden Fall gehörig den Marsch geblasen. Und genau. Dafür gebührt ihm Respekt. Und wenn er nur dafür in Erinnerung bleibt. Und hat er ja auch gut argumentiert. Ja, definitiv. Also wirklich, da konnte der Mahoney nichts mehr gegen Kamellen, muss man sagen. Der wurde da ja zum Beispiel mit dem Argument konfrontiert, dass man eben weiter sieht, je höher man sich befindet. Mhm. Aber der scheint es halt nicht nachgeprüft zu haben, der Mahoney, oder? Gibt ja Flacherdler, die es nachgeprüft haben. Du hattest doch in einem deiner Videos mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das von denen war, er hat ja jedenfalls zur Berechnung zu einem Leuchtturm angestellt, ich glaube auf einer dänischen Insel oder so. Und du hast dann dargelegt, warum erstens die Berechnungen falsch waren und zu Recht ja auch gesagt, wenn die Erde flach wäre, wofür bräuchten wir dann überhaupt Leuchttürme? Also das wäre dann eine völlig unsinnige Erfindung. Eben, ja. Ja, es ist schon alles sehr traurig. Ja gut, das haben wir einmal. Dann halt wieder die Zauberperspektive und was weiß ich. Oder auch hier diese,
womit Flacherdler ja dann ohnehin Probleme haben, sind ja dann so Bilder, auf denen man die Erdkrümmung sogar erahnen könnte, von Windrädern in der Ostsee oder so. Und da wird ja dann allerlei Geschwurbel ausgepackt, um das zu widerlegen, dass das die Erdkrümmung sein könnte. Ja, und da sieht man mal, wie durch die sind. Zum Beispiel der Giovanni, ne? Der hat selbst mit seiner P1000 irgendwo an der Nordsee auch so einen Offshore-Park gefilmt. Mhm. Und eine der besten Erdkrümmungsaufnahmen, die je, also es hätten die Banker nicht besser machen können. Ja. Weil du siehst sogar noch am Horizont so eine Boje da treiben. Aha. Und dann siehst du hinter der Boje eben dieses Windrad und die Narbe befindet sich quasi unterhalb der Boje. Das heißt, er hat also selber den besten Beweis geliefert. Aber lädt es selber hoch und sagt, ja, hier, flache Erde bewiesen, weil ich durfte die ja gar nicht sehen. Und er meinte, er hätte irgendwelche Windräder in Dänemark gefilmt, dabei waren die halt nur 30 Kilometer oder so weg. Okay. Hat perfekt gepasst mit der Berechnung. Ja, hat halt nicht gecheckt, wo er hinschaut. Aber war halt wieder so ein typisches Beispiel von zählt die Erbsen, obwohl der Braten vor ihm liegt. Ja, ja, sehr guter Spruch. Deswegen sagst du ja auch immer in deinen Videos, mein Assistent Toni zum Beispiel, weil ich meine, oft liefern dir tatsächlich selber die besten Beweise. Das ist schon wirklich bekloppt. Ja, und das finde ich natürlich auch immer sehr praktisch, wenn sie einem da die Arbeit abnehmen. Absolut, ja. Oft kommt ja vom Flacherdler noch das Argument, von wegen, sie würden falsch wiedergegeben. Denn es gäbe einen Unterschied zwischen Flach und Scheibe. Also das habe ich jetzt schon oft gehört, aber mir konnte noch keiner erklären, wo dieser Unterschied liegen soll. Hast du da mehr Einsicht? Ja, da kann ich dir nur ein Video vom Tony Mahoney empfehlen. Der hat wirklich ein halbstündiges Video darüber gemacht, was jetzt so der Unterschied ist zwischen Flach und Scheibe. Wow. Das verlinke ich euch nicht, Leute. Das müsst ihr selber suchen. okay. Und nur die Gatekeeper sprechen von der Scheibe. Okay, um das zu diskreditieren quasi. Genau. Und die Gatekeeper behaupten auch, dass sich die Erde beschleunigt nach oben bewegen würde. Ach, das ist also auch keine klassische Flacherde-Behauptung. Nee, die wurde von der Flat Earth Society verbreitet, um die Szene zu diskreditieren. Das zeigt ja auch schon, was für ein paranoides Weltbild das letztlich ist. Ne? Also wenn du selbst in deiner eigenen Szene überall, V-Leute sozusagen vermutest, die dich infiltriert haben, als wäre diese Szene wichtig genug. Aber ich meine, aus deren Sicht natürlich, denn sie sind ja der Freimaurerverschwörung auf der Spur. Ja, traurige Sache. Ja, und der Jesuiten natürlich. Und die Jesuiten, aber das ist auch so ein Fetisch vom Tony Mahoney persönlich, muss man sagen. Also Jesuiten habe ich vor allem bei ihm immer gehört. Das stimmt ja, aber generell auch bei den Flacherdlern. Und daran sieht man halt auch wieder, dass es so aus diesem christlichen Fundamentalismus kommt, der halt auch eher so protestantisch gefärbt ist. Mhm. Und deshalb sind dann natürlich auch generell halt die katholische Kirche und der Papst. Ah, verstehe. Und die Jesuiten sind ja auch ein katholischer Orden. Ja, klar, verstehe. Spannend. Also, drum wurde das da auch mit eingewoben. Ja, Illuminaten haben sie, glaube ich, auch. Ja, genau. Die Illuminaten, die hatten ja die Freimaurer irgendwie infiltriert. Ja, stimmt. Alle meine Kenntnisse darüber habe ich aus den Filmen von Dan Brown oder aus den Büchern von Dan Brown, die historisch nicht sehr akkurat sind. Aber das bestätigt deine These, die Illuminaten waren auch ein katholischer Orden. Also so gesehen scheint das zu stimmen. Ja, echt, waren die katholisch? Ich glaube, also was heißt katholisch? Aber gut, das wahrscheinlich, jetzt bewege ich mich auf sehr dünnes Eis historisch, aber wahrscheinlich sind die Illuminaten entstanden, bevor es das Schisma zwischen Katholizismus und Protestantismus gab, würde ich mal behaupten. Also wahrscheinlich waren sie einfach ein christlicher Orden. Und damals gab es ja quasi nur einen Unterschied zwischen westlicher Kirche und orthodoxer Kirche. Aber ja, da kann uns Tony Mahoney bestimmt mehr zu erzählen. Genau, ja. Also da kenne ich mich leider auch nicht so gut aus. Ich dachte, das wäre eher so was Aufklärerisches. Also war es wahrscheinlich auch. Eher sogar atheistisch. Wahrscheinlich, genau. Nur es war quasi dann innerhalb der bestehenden Kirche ein Orden, weil ich glaube, damals gab es halt noch keine Protestanten, aber würde ich mich auch nicht festlegen. Ja, spannend alles.
Ja, der Martin Luther hat ja natürlich auch, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er an eine flache Erde geglaubt hat. Mhm. Das denke ich nicht. Aber er glaubte, dass die Erde stillsteht. Ah, okay. Ich überlege also, gerade. Da gibt es Zitate. Und das war ja zu seiner Zeit schon definitiv widerlegt, also so gesehen. Aber Martin Luther war ja auch in anderen Bereichen irgendwie nicht gerade sehr angenehm unterwegs scheinbar. Ne? Von ihm gibt es ja auch sehr viele antisemitische Äußerungen und so. Also wahrscheinlich auch nicht gerade das perfekte Vorbild. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe jetzt in diesem Video bestimmt schon 5 Dinge gesagt, die mir irgendwelche negativen Kommentare einhandeln werden, aber egal. Ja, also was haben wir? Veganer-Bashing? Genau, Veganer-Bashing. Jetzt habe ich was gegen Protestanten gesagt. Martin Luther-Bashing. Ja gut, und Flat-Earther-Bashing sowieso, ne? Aber das liegt eine tolle Sache. Und Xavier Naidoo und das finde ich wirklich total traurig, wie ich eben schon gesagt habe. Xavier Naidoo hat 100.000 Abonnenten und die werden ja nicht alle an die flache Erde glauben, kann mir ja keiner erzählen. Aber es gibt da wirklich viele Hardcore-Fans, auch unter meinem Xavier Naidoo-Video, die dann geschrieben haben, hier, Xavier meinte das nicht so und du willst sie nur diskreditieren. Und ich denke mir, ja, wie soll das denn sonst gemeint haben? Also er hat es ja so gesagt. Das fand ich auch sehr interessant bei den Kommentaren zu deinem Video, dass da wirklich ja einige geglaubt haben, du hättest dir das irgendwie so aus den Fingern gesaugt. Genau, einige haben geglaubt, dass den Screenshot, den ich auch gezeigt habe, dass der nicht echt sei, also dass Xavier Naidoo das nicht geschrieben hätte. Dabei genügt eine 2-minütige Google-Recherche, um es zu finden. Und andere haben eben auch behauptet, er meinte es nicht so. Das ging dann sogar teilweise so weit Richtung Realitätsverweigerung, dass Leute gesagt haben, ja, die Erde ist ja auch tatsächlich keine Kugel, sie ist eierförmig ein bisschen. Und so meinte Xavier das. Da hat der Leute, natürlich. Come on. Also offensichtlich und dann, nicht. Und dann zum Eric Dubay verlinken. Genau, richtig. Also so gesehen, ja gut. Es gibt da wirklich viele Leute, die machen sich darüber keinen Kopf. Nur die denken irgendwie, ja, der Xavier, der hat recht hier mit Corona, indem er das alles anprangert von wegen. Und deswegen hat er dann, deswegen kann das nicht sein, dass der mit irgendwas anderem Unrecht hat. Und ich glaube, so denken die dann. Und dann folgen die eben allem, was er sagt. Ja, ich wollte ja noch meine Flat-Earth-Kommentare vorlesen. Da habe ich ja einige gesammelt in den letzten Wochen. Ich habe wirklich tatsächlich Dutzende. Keine Sorge, ich lese nicht alle vor, aber ein paar Highlights wollte ich nicht verschweigen. Und dann können wir mal schauen, ob wir die widerlegen können oder ob die Argumentation zu gut ist quasi, um sie zu widerlegen. Okay, hau rein. Lese mal den ersten vor. Also, ey Astro Comics, also das bin ich, du Dummbeutel, wenn die Erde mit 1600 km/h ständig Richtung Osten rotiert, müssten Flüge nach Osten 3-mal schneller gehen und Richtung Westen 3-mal langsamer sein. Warum ist das nicht der Fall? Und wie hält sich Wasser auf einer Kugel, ohne abzurutschen? Kommen wir nicht mit Gravitation? Diese Theorie ist Käse. Das heißt, hier haben wir 2 Argumente drin. Einmal, gut, Gravitation ist Käse, demnach müsste das Wasser runterrutschen. Das ist auch geil, also schon die korrekte Erklärung mitliefern, aber genau. Gleich sagen, die ist Käse. Richtig, genau. Also, damit ist eigentlich ein billiger Argumentationstrick, aber dafür sind die sich nicht zu schade. Ne? Ich meine, du kannst im Prinzip nur drunter schreiben, ja, Gravitation, Junge. Gravitation, ja. Und gut, man könnte vielleicht noch, also wenn ich ihm antworten würde, würde ich ihm vielleicht noch ein paar Videos oder Skripte verlinken, zum Beispiel Versuchsprotokolle, ne, von Physikstudenten, die in ihrem Praktikum halt eine Gravitationswaage verwendet haben. Ja, sehr gut. Gravitationskonstante stimmt. Zu bestimmen und ja, es lässt sich halt einfach nicht leugnen. Das ist ein gutes Argument auch, weil das nichts aus dem Weltraum ist, denn damit erreicht man die ja sowieso nicht. Ja, genau. Das heißt, und ihre komische Dichte-Theorie, die immer anführen. Ah, das ist also die sagen, es gibt keine Gravitation, es gibt nur Dichte, oder was? Ja, genau. Weil da könnte man so viel dagegen anführen, also allein schon aus erkenntnistheoretischer Sicht, du müsstest ja lauter Postulate anstellen. Also warum gibt es jetzt ein Oben und Unten, warum gibt es jetzt eine unterschiedliche Dichteverteilung in der Atmosphäre? Nee, ich habe das dann schon ein paar Mal so gemacht, dass ich denen einfach eine Frage stelle. Ne? Also wie sieht es jetzt aus, wenn du quasi auf Meereshöhe bist und du hast jetzt eine Waage und eine Testmasse von 1 Kilo und du wiegst die jetzt. Und
dann erhältst du ein bestimmtes Gewicht, 1 Kilo zum Beispiel. Ja. Dann gehst du mit derselben Anordnung auf einem hohen Berg. Mhm. Was wirst du da jetzt messen? Also die eine gleiche Masse, eine größere oder eine kleinere? Ja. Oder Gewicht, muss man korrekterweise sagen. Ja, ja, ja. Weil jetzt nach der Flacherddichte-Theorie müsste jetzt das Objekt auf dem Berg halt mehr wiegen. Mhm. Stimmt. Weil die Dichte der umgebenden Luft geringer ist und somit es halt weniger Auftrieb gibt. Richtig, ja. Und ein paar Flacherdler behaupten das dann auch tatsächlich. Okay. Und dann verlinke ich dir ein schönes Video von Cody's Lab, der genau den Versuch mal durchgeführt hat. Und, ach, cool. Ja, es wiegt natürlich weniger in größerer Höhe. Natürlich, ja, richtig, weil die Gravitation die Flacherdler leugnen abnimmt. So aber ist es, ja. Das heißt, wir können irgendwann mal mit der Flache-Erde-Expedition zum Mount Everest rechnen, wo dann die ultimative Beweisführung erfolgen wird. Ja, wieder ein gutes Beispiel, dass tatsächlich die Flache-Erde-Theorie nicht nur falsch ist, sondern aktiv widerlegt wurde. Und das Erste, was er gesagt hat, mit der Erddrehung, mit den Flügen nach Osten, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch mal gestellt habe, aber dann vergessen habe zu recherchieren. Aber ist es nicht so, dass Flüge nach Osten schneller sind als nach Westen? Ja, aber das ist schon ein bisschen komplizierter. Also erstmal scheint der Flacherdler zu glauben, dass irgendwie ein Flugzeug, sobald es in der Luft ist, irgendwie auf magische Weise abgekoppelt wäre von der Erdrotation. Das ist ja auch mit dem in Zügen und so, ne? Gibt es ja auch viele Behauptungen von den Flacherdlern, dass das irgendwas beweisen würde, dass man im Zug normal gehen kann oder so. Ja, genau. Also auf jeden Fall haut das so natürlich nicht hin. Also ein Flugzeug dreht sich ja dann quasi auch mit der Erde mit. Also es ist nicht so, dass man dann senkrecht hoch geht, zum Beispiel mit einem Hubschrauber, und dann dreht sich die Erde unter einem weg. Das ist, glaube ich, die Idee, die der da hatte. Mhm. Und das ist natürlich Quatsch. Richtig, ja. Dreht sich ja natürlich mit. Aber tatsächlich ist es so, dass die Erdrotation schon Einfluss hat, und zwar auf mehrfache Art und Weise. Mhm. Zum einen hat man ja diese Luftströmungen. Mhm. Wenn es jetzt ausgedehnte Strömungen sind, spielt halt durchaus der Coriolis-Effekt eine Rolle. Ja. Also kennt man ja, dass sich so Tiefdruckgebiete zum Beispiel auf der Nordhalbkugel anderssinnig drehen als auf der Südhalbkugel. Mhm. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Jetstreams. Ja, stimmt. Genau, und die sind in erster Linie eben dafür verantwortlich, dass sich da die Dauer ändert. Da muss ich aber gleich dazu sagen, weil jeder Flacherdler kommt dann an, wenn man mit Coriolis-Effekt kommt, mit dieser Simpsons-Episode, ne, in Australien mit dem Wasser in der Toilette. Ach ja, ja, richtig, ja, richtig. Ja, und das stimmt natürlich nicht, ne? Das ist ja nur so eine Urban Legend. Die hat sich aber weit verbreitet, ne? Dass das Wasser sich dann andersrum in der Toilette dreht, glaube ich, viele. Das glauben viele, ja, aber das ist natürlich die Kraft viel zu klein. Und wie würde es sich dann am Äquator drehen? Ja, je nachdem. Ja, das stimmt. Ja, okay, sehr gut. Mal schauen, ob... Ah ja, ich erzähl weiter. Eine Kleinigkeit wollte ich noch erwähnen. Das ist auch sehr interessant, was viele gar nicht wissen. Dass tatsächlich da auch die Fliehkraft einen Einfluss hat. Mhm. Also wenn du jetzt mit der Erdrotation fliegst, dann wiegt ein Gewicht im Flugzeug tatsächlich ein bisschen weniger als bei einem Flug gegen die Erdrotation, weil eben die Fliehkraft größer ist. Ja, interessant. Das ist der sogenannte Eötvös-Effekt. Das kann jeder messen mit einer Waage. Was offensichtlich die Kugelgestalt und die Drehung der Erde beweist. Ja, genau, sowohl als auch. Ich finde, das ist sogar fast der beste Beweis für die Erdrotation, weil an sich, ne, so eine Waage kann ja jeder mal mitnehmen, wenn er in Urlaub fliegt. Ja. Aber zum Beispiel so ein Foucault'sches Pendel ist natürlich jetzt so für einen Heimgebrauch schon relativ aufwendig, sowas schwierig, zu bauen. Ja. Wir haben eins im Planetarium tatsächlich. Es ist relativ klein, deswegen ist der Effekt nicht so offensichtlich. Aber ich habe mal ein Zeitraffer-Video gemacht und da sieht man es doch.
Genau, also wer die flache Erde mal aktiv widerlegen möchte, kann gerne zu mir ins Planetarium kommen oder, wie du sagst, die Fliehkraft messen, wenn er in Urlaub fliegt. Ja, genau, also es wäre alles möglich. Ja. Okay, werden wir schauen, ob du den nächsten Kommentar auch so gut widerlegen kannst. Wobei da noch nicht mal ein Argument drin steckt, ehrlich gesagt, aber egal. Ich bin mal gespannt. Also, das ist, glaube ich, mein Lieblingskommentar. Der richtet sich wieder direkt an mich. Du erzählst von Sonne, Mond und Schwerkraft. Warst du schon mal auf dem Mond? Warst du schon mal oben? Du laberst Müll, Digga. Und ob die Erde flach oder rund ist, was macht das für einen Unterschied? Keinen. Denk einfach mal nach. Xavier Naidoo kommt aus der Bankenstadt Frankfurt. Da hat er bestimmt mehr Infos als du in deinem Drecksdorf. Dieser Kommentar ist fantastisch, weil da ist einfach alles falsch. Ich glaube, Xavier Naidoo kommt noch nicht mal aus Frankfurt. Der kommt aus Mannheim, oder? Also so gesehen. Und hat man in Frankfurt mehr Informationen über die flache Erde? Man weiß es nicht. Also offensichtlich. Richtig wissen die Leute. Da, wenn einer von euch Zuschauern, Zuhörern aus Frankfurt kommt, schreibt mal unter das Video, weiß man in Frankfurt, dass die Erde flach ist? Würde mich interessieren. Aber auch schön das Argument, warst du schon mal auf dem Mond? So, als könnte man nur Angaben über den Weltraum, über andere Himmelskörper machen, wenn man schon mal da war. Das ist ja auch eine extreme Kindergartenlogik. Ja, hört man ja auch immer wieder, ne? Warst du dabei? Genau, richtig. Warst du schon mal auf der ISS, warst du bei der Mondlandung dabei? Und gerade deswegen zeigst du ja, wie man mit Experimenten so etwas darlegen kann, ohne auf den Mond zu fliegen. Aber gut, gibt's ja auch, ich glaube, es war eine Netflix-Doku, ne, über Flacherdler. Hast du die gesehen? Ich habe die leider noch nicht gesehen, aber die soll ganz gut sein. Die habe ich gesehen, ja. Da kommt auch der Ausschnitt mit diesem Flacherdler mit dem Gyroskop, das von der Welt hatte. Cool. Und war es da nicht so, dass die am Ende dann sogar irgendwie die Erdkrümmung gezeigt bekommen oder so? Ich habe es nur gehört. Ja, genau. Da wurden zwei Flacherdler gezeigt. Der eine mit seinem Gyroskop und der andere hatte noch so einen Sichtweitenversuch gemacht. Mhm. Er hat halt auch das gezeigt, was man jetzt von einer gekrümmten Erdoberfläche erwarten würde. Und da war er ganz verblüfft und sagt, interesting. Also interesting, und hat er es dann eingesehen oder hat er gesagt, naja, das muss ein Messfehler sein? Also die Dokumentation oder die Reportage, die endet mit seinem verdutzten Blick, wie es da bei ihm oben anfängt zu rattern. Witzig. Aber das ist doch, also da besteht ja dann Hoffnung, dass er eingesehen hat, dass er falsch lag. Ja gut, also wenn man sich schaut, was im Nachgang passiert, der Staat hat dann natürlich behauptet, ja, das Experiment, das war ja nur so ein Demo-Versuch und da hat man dieses und jenes nicht berücksichtigt. Ja, ja, klar, genau. Also, ja, die Ausreden. Okay, ja, ich habe hier noch einen Kommentar, in dem ein, nennen wir es mal Argument, erfolgt. Ich lese mal vor. Oh ja. Genau, erstmal hier, ihr kennt den Unterschied zwischen Scheibe und Flach nicht. Nicht nur, dass Scheibe ein Substantiv ist und flach ein Adjektiv. Ein Turnhallenboden zum Beispiel ist flach, aber dennoch keine Scheibe. Okay. Ein kleiner Denkanstoß noch. Ein kleiner Denkanstoß noch. Erdanziehungskraft, Gravitation, Doppelpunkt. Wie kann das sein, dass alles runterfällt, außer Dinge, die leichter sind als Sauerstoff, zum Beispiel Helium oder Wasserstoff? Macht die Gravitation bei leichteren Sachen eine Ausnahme oder liegt es einfach daran, dass etwas fällt oder steigt wegen der Dichte? Hatten wir ja gerade schon so ein bisschen. Da kommt jetzt die Dichte. Ja, das ist natürlich eins der Hauptargumente, habe ich schon öfter gelesen, dass sie sagen, wie kann es sein, wenn es Gravitation gibt, dass es Gase gibt oder Moleküle, die quasi nicht zu Boden sinken? Ja, genau, oder die Behauptung, dass die Gravitation wählerisch wäre. Wie kann es sein, dass sie tonnenschwere Ozeane am Boden hält, aber es nicht schafft, so einen leichten Schmetterling vom Fliegen abzuhalten? Ja, ja, genau. Dabei, genau, das ist ja wieder eine völlige Disrespektierung gegenüber der Evolution, an die sie ja wahrscheinlich auch nicht glauben. Wie viel Mühe die Evolution sich machen musste, bis mal Lebewesen fliegen können und der Gravitation trotzen können. Ne? Was das für ein Aufwand ist, wenn du dir mal den Knochenaufbau von Vögeln und so anguckst. Und das alles ignorieren die einfach völlig und sagen, ja, Schwachsinn, Vögel sind nicht dicht oder was, ich weiß es nicht. Definitiv, ja. Zumal das ja auch nicht so ist, dass jetzt zum Beispiel ein Schmetterling einfach wie ein Heliumballon rumtreibt, sondern muss aktiv Energie aufwenden. Eben, eben. Ja, und was jetzt halt sein Denkfehler ist in seinem Kommentar, dass der halt übersieht, dass jetzt, gehen wir von der Luft aus, dass die ja auch
noch andere Bestandteile enthält, also wie eben gerade, was weiß ich, Stickstoff, Sauerstoff, diverse Moleküle, die ja auch quasi nach unten gezogen werden. Ja, ja, klar. Und dadurch entsteht ja dann der Auftrieb. Also im Prinzip wollen ja alle Moleküle nach unten. Und in diesem Gedränge werden dann die leichteren nach oben gedrückt, sozusagen. Ja, ja. Also das ist ja, muss ich mir mal anschauen, so die Herleitung vom archimedischen Prinzip. Und das ist natürlich kein Widerspruch zur Gravitationstheorie, ganz im Gegenteil. Im Gegenteil. Wie stehen denn Flacherdler überhaupt zum Mikrokosmos, sage ich mal? Also lehnen die denn auch ab oder sagen die, das existiert schon? Also das quasi, was uns über Atome erzählt wird und so, wie stehen die dazu? Ich weiß, dass es zumindest ein paar Flacherdler gibt, die glauben, dass es keine Atomenergie gibt. Okay. Also die meinen, die Atombomben wären auch gefaked gewesen. Und natürlich. Kernkraftwerke gibt es gar nicht. Und das sind dann die auch behaupten, dass Flugzeuge mit Druckluft fliegen, anstatt mit Kerosin. Das ist irgendwie, das ist so bekloppt, dass es schon wieder ein bisschen liebenswürdig ist. Ja, der Johann Strobel, der behauptet, dass Wasser brennt. Okay. Und hat er das versucht zu beweisen? Da hat er ein paar Experimente in seiner Badewanne durchgeführt, habe ich bei YouTube gesehen. Ja, er zeigt dann irgendwelche russischen Videos, ja. In denen man eigentlich nichts erkennt, wo man dann nur spekulieren kann. Weil man noch nichts versteht wahrscheinlich. Ja, genau. Also es ist ja durchaus möglich, Wasser auch thermisch zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Ja. Dass dann halt der Wasserstoff dann wieder reagiert, aber das, ja, da brennt ja dann nicht das Wasser, sondern der Wasserstoff. Ja, eben. Ja, oder ich kenne das Video jetzt nicht, könnte auch sein, dass einfach jemand eine brennbare Substanz auf die Wasseroberfläche aufgetragen hat, weiß ich nicht. Also wenn du genug Benzin reinkippst, wirst du schon auch zum Brennen kriegen. Definitiv, ja. Also, ja, na gut. Johann Strobel hat auch irgendwie ein Video gemacht, wo er vorschlägt, dass er selber für seinen Versuch den Nobelpreis bekommen sollte oder so, aber ja. Der Versuch war da nicht überzeugend, muss man sagen. Er hat ihn noch nicht gekriegt. Nee, noch aber nicht, genau. Er hat den Strobelpreis gekriegt. Das ist geil. Da hat einer auf dem Discord vom Skeptic Punk, der hat die tatsächlich gebastelt, so eine Strobelpreis-Medaille. Cool. In den Discord-Chat muss ich auch mal reinkommen. Witzig. Okay, ja. Also du war beim Skeptic Punk, unter jedem Video ist ein Einladungslink. Ah, Hammer. Im Discord, werde ich auch mal vorbeischauen. Da werde ich mal alle mit meinen Flat-Earther-Kommentaren, die ich gesammelt habe, zu spammen. Ja, das darf man da gerne machen. Hammer. Ja, einen habe ich auch noch, den lese ich mal vor. Okay. Und zwar, die Erde ist keine Scheibe, das sagen nur die Globalisten, um die flache Erde ins Lächerliche zu ziehen, wissen wir ja schon. Ja. Flach bedeutet, dass die Erde flache Erdoberfläche hat, also den Erdkreis oder den Erdboden. Die genaue Form der Erde können wir Menschen nicht wissen. Wir wissen nur, dass die Erde kreisförmig, flach und unbewegt ist. Wie kommen die denn eigentlich auf das unbewegt? Also ist das eine zwingende Voraussetzung der flachen Erde, dass sie sich nicht bewegt? Und also aus meiner Sicht eigentlich nicht. Es könnte ja eine flache Erde geben und die bewegt sich trotzdem im Kosmos. Ja, ich denke, das hängt halt auch wieder mit diesem kreationistischen Hintergrund zusammen, dass man halt, dass die Flacherdler wollen, dass ihre Welt im Mittelpunkt steht. Ja, also okay. Die Erde muss das Zentrum sein, alles dreht sich dann drumherum. Alles klar. Also wirklich so ein klassisches geozentrisches Weltbild, wie das vor 1000 Jahren en vogue gewesen wäre, sozusagen. Sozusagen, ja. Oh Mann. Ja, boah, jetzt haben wir einmal die flache Erde-Szene kreuz und quer durchgequatscht. Eine Frage an dich habe ich noch, und zwar, dein YouTube-Kanal geht ja eigentlich ganz gut ab. Also immer wenn du ein Video hochlädst, hast du ja echt super viele Fans und treue Zuschauer, die sich das angucken. Möchtest du denn auch weiterhin im Bereich flache Erde bleiben oder hast du auch schon mal überlegt, quasi allgemein Science-Wissenschaftsvideos zu machen? Definitiv, ja. Also ich habe jetzt zwar keine konkreten Pläne, aber ich habe nicht vor, mich da jetzt wirklich ausschließlich auf die Flacherdler zu konzentrieren. Das ist ja irgendwann auch ausgereizt. Du hast ja auch schon tatsächlich andere Verschwörungstheorien widerlegt.
Ja, und was mich mal reizen würde, zum Beispiel auch diese ganzen freien Energieschwurbler Oh ja, zuzulegen. sehr gut, sehr gut. Damit ist YouTube voll, übrigens. Das ist Wahnsinn. Und das ist eine, ja, jetzt kommt wieder eine Äußerung, für die ich negative Kommentare kriege. Das ist im Gegensatz zur flachen Erde-Szene aber so eine weibliche Verschwörungsszene, habe ich das Gefühl. Also flache Energie, sage ich schon, Gottes Willen. Freie Energie. Freie Energie ist irgendwie so ein bisschen so esoterisch weiblich, oder? Was ist dein Gefühl? Echt, hast du da den Eindruck? Ja, aber immer, also manchmal gucken meine Kumpels und ich so uns aus Spaß so Videos an und dann gibt es das irgendwie immer so, ja, freie Energien, die Kraft des Universums und die Engel beschützen uns und sowas, weißt du, also wenn das in diese Ja, Richtung genau. geht. Also dieser Esoterikbereich ja schon, glaube ich, eher weiblich besetzt. Ja, das ist ja auch schön, dass es da auch einen Geschlechterausgleich gibt. Ja, wir hatten da ja von unserem Discord mal welche zu so einer Esoterikmesse geschickt. Ach, wie geil. Das war ganz interessant, was sie so berichtet haben. Also die Leute, die das Zeug verkaufen, ja, also diese, was weiß ich, Wasser, Energetisierer und Ja. Orgoniten und so, sind wohl hauptsächlich Männer, aber die Kunden hauptsächlich Ah, Frauen, aus spannend, spannend. irgendeinem Grund. Das ist Wahnsinn. Die Mutter meiner Ex-Freundin war so, immer wenn wir da waren, gab es dann so Wasser mit Energiesteinen und so. Also, ja, vielen Dank für das energetisierte Ja, so Leute, Wasser. ja, die Mutter meiner Ex-Freundin, die hat auch immer ihre Haare nach der Mondphase geschnitten, Oh weil wow, oh wow. da Vielleicht dachte, kennt, dass es irgendeine Einflüsse. hoffentlich kennt die deinen YouTube-Kanal jetzt. Ja, aber das ist Ja, aber irgendwie. die war immerhin doch recht zugänglich gegenüber Argumenten. Also ich habe es ja Okay. tatsächlich mal vorgerechnet, wie groß der gravitative Einfluss des Mondes ist. Sehr gut. Ja. Das ist aber tatsächlich auch eine Mainstream-Verschwörungstheorie, sage ich mal, der Einfluss des Mondes. Nach dem Motto, ja, wenn Vollmond ist, dann bin ich immer so, weiß ich nicht, weißt du, also da sagt man immer, ja, welche Kraft des Mondes soll das denn bewirken? Und wenn du dann darlegst, ja, Gravitation kann das eigentlich nicht sein, dann kommt immer ja die Energie des Mondes. Und dann fragst du, Energie. was ist Energie? Also was meinst du damit? Und das können Leute dir nicht erklären. Oder was ja damit auch verwandt ist, das ganze Feld Horoskope, habe ich mir auch schon lange mal vorgenommen, was da dazu zu machen. Wollte es gerade ansprechen, ja, weil das ja auch unglaublich weit verbreitet wird. Das ist Obwohl es so unglaublich. ein offensichtlicher Schwachsinn ist. Also da musst du nur eine Frage stellen. Welchen Einfluss sollen Sterne, in denen ein random südeuropäisches Volk vor 2000 Jahren einen Löwen gesehen hat, auf dein Leben haben? Erklär es mir. Das kann man nicht erklären. Ja, okay, danke fürs Gespräch. Natürlich, es ist Schwachsinn, aber es gibt wirklich auch relativ vernünftige Leute, die dann trotzdem so einen Scheiß glauben. Da eine Schwester von einem Kumpel, da hat man sich mal unterhalten am Geburtstag, die hat Ja. unlängst geheiratet. Da habe ich sie halt gefragt, ja, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Dann hat sie tatsächlich halt erzählt über irgend so eine Partnerbörse. Und das Entscheidende wäre gewesen, dass er irgendwie Zwilling ist und sie Nein, Wassermann. das Und gibt's das doch passt nicht, dann ey. irgendwie. Da habe ich gedacht, nee, nicht dein Ernst, oder? Das gibt's doch nicht, ey. Ja, Und was ist das? die hat auch studiert und alles ist unglaublich. Das ist total im Mainstream. Horoskope. Also frag irgendeinen Menschen auf der Straße, ja, glaubst du an Horoskope? Und ich wette, die Antwort wird in der Mehrheit der Fälle sein, ja, da ist schon was dran. Und ich meine, es ist offensichtlich so ein Quatsch. Man muss ja nur schon sich mal vorstellen, okay, in deinem westlichen Horoskop steht, du bist Löwe, also findest du heute deine große Liebe. Im chinesischen Tierkreis hast du doch ein ganz anderes Sternbild. Da wird das Sternbild sogar noch mit einem Element kombiniert und so, ist wesentlich komplizierter. In deinem chinesischen Horoskop steht dann, du wirst heute vom Auto überfahren. Was ist denn dann wahr? Abgesehen Das, davon, dass was ja einem auch am im, besten gefällt. Ne? das, was einem am besten gefällt. Da gibt es ja auch einen psychologischen Effekt. Ich habe gerade vergessen, wie der heißt, dass Horoskope, also gute Horoskope, eben so geschrieben sind, dass sich jeder damit identifizieren kann. Und dass du dann denkst, ah ja, genau, das stimmt ja, das trifft genau auf mich zu. Genau, ja. Ja, also das ist wirklich, eigentlich, wenn du mal drüber nachdenkst, ist es genauso irrational wie die flache Erde fast, nur es glauben wirklich sehr, sehr viele Leute. Aber die Ja, natürlich meisten, und totaler Schwachsinn. es macht mich auch ein bisschen sauer fast, weil ich finde irgendwie, ich glaube, Carl Sagan hat das mal gesagt, außergewöhnliche Behauptungen brauchen außergewöhnliche Beweise. Und wenn du sagst, ja, diese weit entfernten Sterne, die haben Einfluss auf mein Leben, dann musst du das doch auch begründen können. Die meisten Leute, die an Horoskope glauben, wissen noch nicht mal, was ein Stern ist.
Weißt du, wenn denen sagst, unsere Sonne ist ein Stern, dann sind die, was? Das kann nicht sein. Also, ja, ich rede mich hier in Rage. Beim Thema Horoskop könnte ich mich wirklich aufregen, weil es ist. Also, ist schlimm. Und es gibt ja auch wirklich Versuche, das irgendwie zu beweisen. Da gab es mal irgendeine Studie, die haben irgendwelche Scheidungsraten ausgewertet und sich dann anhand der Geburtsdaten eben halt auch diese Sternzeichen angeschaut und geguckt, ob es da irgendwie eine Korrelation gibt, ob es da quasi, wenn es jetzt irgendeine bestimmte Konstellation aus Sternbildern ist, ob es dann eher zu einer Scheidung kommt. Ja, ja, und konnte man natürlich überhaupt nichts feststellen. Und selbst wenn, wäre in dem Fall Korrelation ungleich Kausalität, aber das muss man auch immer bedenken. Aber also es gab nicht mal eine Korrelation, also okay, nicht mal eine Scheinkorrelation. Das ist beruhigend. Da kann immerhin niemand sich das als Argument nehmen. Ja, also Wahnsinn, ja, echt. Vor allem, dass die Leute gucken ja noch nicht mal so weit über den Tellerrand, dass sie sehen, dass in anderen Kulturen andere Sternbilder existieren. Das ist so recht. Und genau, dann, es gibt ja noch indianische Horoskope. Und dann hat sich ja auch der Sternhimmel seitdem ja auch ein wenig verändert. Also man muss sich ja vorstellen, die alten Griechen haben die Sternbilder ja quasi anhand von Himmelsäquator und Ekliptik sich ausgedacht vor, ja, sagen wir, 2.500 bis 3.000 Jahren in Griechenland. Das heißt, wenn du heute in Pennsylvania lebst, dann stimmt das ja ohnehin nicht mehr so, wie die Griechen sich das ausgedacht haben. Also in der Theorie steht ja dein Sternbild in der Sonne, wenn du Geburtstag hast. Nur ja, das ist ja gar nicht mehr so. Nicht mehr hin. Ja. Deswegen, allein deswegen muss es schon völliger Unfug sein. Aber gut. Das führe ich auch immer gerne an, wenn Flacherdler sagen, dass sich der Sternhimmel nicht ändern würde. Die sagen immer, ja, man sieht ja seit Jahrtausenden immer die gleichen Sternbilder. Ja, völliger Quatsch. Ja, also völliger gut, ich meine, im Bereich von Jahrtausenden stimmt es im Großen und Ganzen, aber eben auch nicht komplett. Und es verschiebt sich eben alles doch. Und wenn wir über noch längere Zeiträume denken, dann verändert sich alles. Aber gut, soweit denken Flacherdler vermutlich nicht. So ist es, ja. Ja, aber die Effekte der Präzision zum Beispiel sieht man ja durchaus auch auf Zeitskalen von Dekaden. Ja, absolut. Ja. Also das sieht man auch schön, wenn man so Star-Trail-Aufnahmen anschaut aus den 80ern und die mit heutigen Aufnahmen vergleicht, dass sich halt der nördliche Himmelspol schon ein Stückchen halt verschoben hat. Absolut, genau. Und ich glaube, dauert wahrscheinlich schon noch ein paar Jahrhunderte, aber dann wird der Polarstern quasi kein richtiger Polarstern mehr sein, weil er eben nicht mehr genau die Verlängerung der Erdachse sein wird. Und in der Vergangenheit war er natürlich auch nicht der Polarstern. Also so gesehen, ja. Ist das alles sehr traurig, was die Leute behaupten. Ja, das stimmt, ja. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, schon anderthalb Stunden gequatscht, ne? Aber das macht mega Spaß mit dir. Also ich habe das Gefühl, wir könnten stundenlang quatschen. Vielleicht bewahren wir uns noch die anderen Themen für ein zweites Gespräch auf oder so. Ja, von mir aus gern. Also hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Gar nicht gemerkt, wie die Zeit rumgegangen ist. Ja, echt, war echt so super spaßig. Und Leute, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal vom Flo Plus. Er steht nämlich kurz vor den 30.000 Abos. Und ich habe es euch verlinkt und genau, klickt mal drauf und suchtet alle Videos durch. Es lohnt sich. Und genau, meinen Abschlusssatz habe ich mir notiert. Warte. Aber Flo Plus, du bist ein toller Kerl. Ja, vielen Dank. Peter-Zitat. Genau. Ja, okay. Danke für eure Aufmerksamkeit und ciao, Leute. Ja, ciao, auch von mir.